Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Daily Use. Today we will present you three German recipes that you can try at home and get to know the German culture a little closely. Wir lernen heute drei Rezepte. Eins ist süß und zwei sind herzhaft. Herzhaft means savory. Alle Gerichte sind ohne Fleisch. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can also visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. Drei deutsche Rezepte für zu Hause. Das erste Rezept ist Kartoffelsalat. German potato salad is a traditional potato side dish that originated in southern Germany. In northern Germany, the dish is different and more similar to an American-style potato salad with mayonnaise. This salad can be served warm or cold. It's a matter of personal preference, and it is delicious either way. Kartoffelsalat passt gut zum Grillen, als Beilage oder als leichtes Hauptgericht. Es gibt sehr viele Rezepte und jeder isst es anders. Im Süden isst man Kartoffelsalat lauwarm mit Brühe und Speck. Im Westen tut man dazu Mayonnaise, Eier und Gurken. Und an allen anderen Orten isst es man mit Spargel, Zucchini oder Crouton. Wir haben ein klassisches veganes Rezept für 4 Personen. Hier sind die Zutaten. 1 Kilo Kartoffeln, eine Zwiebel, 6 Esslöffel Öl, 50 ml Apfelessig. Man kann hier auch normalen Essig nehmen. 250 ml Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, 2 Teelöffel Senf und Petersilie. Und jetzt geht's los. Nimm die Kartoffeln, wasche sie und koche sie zugedeckt für ca. 30 Minuten, bis sie weich sind. Nebenbei kannst du die Zwiebel schälen und dann fein würfeln. Sieh dann in einem Topf mit 2 Esslöffel Öl dünsten. You can do that till the onions become translucent. Jetzt kannst du die Gemüsebrühe dazugeben und erhitzen. Danach den Topf vom Herd nehmen und mit Essig, Salz, Pfeffer und Senf würzen. Jetzt kann man die Kartoffeln abgießen und kurz ausdampfen lassen, denn sie sind bestimmt heiß. This is important, so that the remaining water releases from the potatoes and they don't break that easily. Dann kannst du sie pellen und in Scheiben schneiden. Pellen means to peel. You can also use schälen. Diese Scheiben kannst du in eine große Schüssel tun und die noch warme Brühe dazugeben. Lass das ca. 30 Minuten durchziehen. Jetzt kannst du probieren und wenn nötig restliches Öl dazugeben und nachwürzen. Am Ende Petersilie fein hacken und mischen. Der Kartoffelsalat ist fertig. Den kannst du jetzt warm oder kalt servieren. Das zweite Rezept ist Milchreis. The German Milchreis is made by cooking short grain rice on the stove top in milk with sugar and vanilla. In the US, rice pudding is nearly always on the dessert menu, whereas German Milchreis is usually served as a sweet main dish with fruit or compote, or simply with sugar and cinnamon on top. It is also eaten as breakfast or snack. Man sagt auch dicker Reis oder
Reisbrei. Es ist eine Süßspeise aus Rundkornreis, der langsam in Milch gekocht wird. Milchreis isst man als Hauptmahlzeit, aber auch als Zwischenmahlzeit oder als Nachtisch. Man isst es gerne warm oder kalt mit roter Grütze, Apfelmus oder anderen Früchten oder mit Zimt und Zucker. Hier sind die Zutaten für 6 Personen. 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Liter Milch, 250 Gramm Milchreis, das ist Rundkornreis, 1 Esslöffel Butter ohne Salz, 3 Esslöffel Zucker und 2 Teelöffel gemahlener Zimt. In einem Topf kannst du die Butter erhitzen und den Reis leicht braten. Gleich danach gib bitte die Milch und Vanilleextrakt dazu und rühre um. Du solltest alles unter Rühren aufkochen, damit nichts anbrennt. Dann den Topf zudecken und bei milder Hitze ca. 25 Minuten garen. Bitte vergiss nicht, den Milchreis zwischendurch immer umzurühren. Wenn fertig, kannst du den Milchreis von der Herdplatte nehmen und Zucker einrühren. Du kannst jetzt mit Zimtpulver bestreuen oder mit Fruchtsoße essen. Es kann warm oder kalt serviert werden. Wenn du vegan isst, kannst du Milch mit Hafermilch ersetzen. Und nun kommen wir zum dritten Rezept: Kartoffelpuffer. An important German treat, beloved across every region of Germany. German potato pancakes are not only a favorite at home, but are also a popular street food found at local Volksfests and other events like Fasching, Carnival and Christmas markets. Kartoffelpuffer can be served sweet or savory. Most commonly, they are served with applesauce or with fruit compote. And they are very delicious. Kartoffelpuffer hat viele Namen in verschiedenen Regionen. Man nennt sie auch als Erdäpfelpuffer, Reibekuchen, Reibedatschi, Reibeplätzchen, Kartoffelpfannkuchen, Kartoffelplätzchen, etc. Traditionell werden sie mit Eiern gemacht. Unser Rezept ist aber ohne Ei und für 6 Portionen. Die Zutaten sind 700 Gramm Kartoffeln, 5 Esslöffel Weizenmehl, eine Zwiebel, 1 Teelöffel Salz, Pfeffer und 5 Esslöffel Öl. Zuerst solltest du die Kartoffel schälen und fein reiben. Danach gib etwas Salz in die Kartoffelmasse und rühre um. Lass es so stehen. Reibe auch die Zwiebel und vermenge sie mit den Kartoffeln. Jetzt kannst du Mehl und Pfeffer dazugeben und alles gut vermischen. Du wirst eine Mischung wie ein Teig haben. Nun mach aus der Masse kleine Puffer mit der Hand und brate sie auf beiden Seiten im heißen Öl. Kartoffelpuffer werden zusammen mit süßen oder salzigen Zutaten gegessen. Meistens isst man sie mit Apfelmus oder Zucker. Viel Spaß beim Kochen und lasst es euch schmecken! To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. The link is given below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! If you liked this video, thanks for watching this video. Do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications
whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!